ihr, Mann? Wo seid ihr? Hm? Wo? Da hinten, Alter. Den hole ich mir mal. Let's go! Ah, fuck! Ist ja auch der normale PS5-Controller. Mann, Alter! Ich halte es nicht mehr auf. Wo ist mein Controller? Wo ist mein Controller, Mann? Es klingelt an der Tür. Es hat geklingelt. Dan the Man? Was geht? Dan the Man. Oh, du verdammter Hoch. So, Bose, nach diesem kleinen Sketch, der, muss ich ehrlich sagen, billig war, haben wir es endlich geschafft. Er ist endlich angekommen, Bose. Der Controller ist endlich da. Und ihr habt schon vielleicht gesehen, wenn ich es eingeblendet habe, er ist von Rocket Games, ja? Deswegen auch die kleine Anspielung im letzten Video an Haptic, denn es ging von ihm aus, muss ich ehrlich sagen. Ich habe vorher Scuf gespielt und nachdem ich das Video von Haptic gesehen habe, dachte ich mir, Alter, ich hätte auch mal Bock auf einen anderen Controller, weil ich war auch nicht ganz zufrieden mit dem Scuf-Controller. Deswegen dachte ich mir, komm, wir probieren einfach mal so einen Rocket Games-Controller aus. Haben ihn bestellt, haben sehr lange gewartet, gefühlt 5 Jahre, wie ich es in einem Video schon gesagt habe. Und in Wahrheit waren es ungefähr 10, 11 Wochen. Und ja, das liegt aber nicht an Rocket Games selber. Natürlich haben die jetzt viel Stress gehabt durch Haptics Video, weil natürlich auch viele bestellt haben. Aber es liegt halt einfach an dem Zoll in Deutschland, dass das Paket dann eben sehr lange braucht, bis es nach Hause kommt. Denn ja, es wird einfach auf Nieren geprüft, warum auch immer. Und warum das auch immer so lange dauert, verstehe ich einfach nicht. Aber der Controller war einfach in Köln, dann war er in Wiesbaden und sonst irgendwo. Und das war einfach tagelang. Ursprünglich sollte der Controller am 28.10. da sein. Das wäre perfekt gewesen zum Modern Warfare 2 Release, aber war er leider nicht. Egal, eine Woche später ist er angekommen. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich dieses Paket hier in den Händen halte. Ich habe noch nicht mit ihm gespielt, ich habe ihn noch nicht ausgepackt. Wir machen das jetzt zusammen. Lediglich habe ich hier nur die Adresse komplett weggemacht. Und ja, ich würde sagen, wir packen ihn zusammen aus. Wir wechseln jetzt mal die Kameraperspektive. Dann erzähle ich noch ein bisschen was darüber. Wir schauen uns den Controller in Ruhe an. Ich lasse noch ein paar Szenen einspielen, damit ihr schön den Controller sehen könnt. Alle Daten wird es in diesem Video geben. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns. Bis gleich. So, Bros, ihr schaut mir jetzt hier quasi über die Schultern. Das ist die Box. Fragil, was der FedEx-Mitarbeiter jetzt nicht unbedingt beachtet hat. Bros, also Adresse ist ausgepackt. Ich habe hier einen kleinen Cut reingemacht. Ich würde sagen, wir öffnen mal das Paket. So, ja. Und dann kommt er uns schon entgegen. Kannst du natürlich auch die Kamera ab und zu halten. Dann haben wir hier einmal das Paket an sich, ja. Einmal hier der Rocket Games Controller. Den schauen wir uns gleich an. So, was haben wir hier? Wir haben hier einmal die Anleitung, ja, kann man so nennen. Dann, das Allerwichtigste ist natürlich diese Box. Sieht sie aus. Ist jetzt eigentlich uninteressant, wie die Box ausschaut. Hier unten haben wir einige stehen, das lese ich jetzt nicht vor. Hier unten haben wir noch so Digital Trigger und was weiß ich alles. Also alles, was man hier zusammengestellt hat, sieht man hier hinten dann nochmal auf der Verpackung. Schön. Und ich würde sagen, wir öffnen ihn jetzt. Hier oben steht nochmal Your Controller, Your Skill. Ja, und ja, Pro Rocket Controller, Professional Gaming Controller. Also wir haben 8000 Mal Controller gelesen und ich würde sagen, wir packen jetzt einfach mal aus. Also, aufgemacht. Innen drin erwartet uns eine weiße Box anscheinend. Okay. Stellen wir jetzt einfach mal dahin. Eine weiße Box. Boah, es ist aber echt leicht, muss ich sagen. Also fühlt sich sehr, sehr leicht an. Und dann öffnen wir es. Und was ist drin? Ja, eine Tüte. Die Tüte nehmen wir mal raus. Und dann haben wir hier noch ein kleines Tütchen. Ja, mit den Sticks natürlich. Habe jetzt hier einige bestellt. Da sind natürlich die Standard dabei. Und ich habe noch die schwarzen Rocket Sticks bestellt. Dazu kommen wir gleich. Aber das Wichtigste natürlich ist hier die Rocket Games Tüte. Ja, eine sehr, sehr geile Tüte. So sieht sie aus. Vorne steht nochmal Rocket Games. Ansonsten eine ganz einfache Tüte. Mehr ist nicht drinnen. Und dann holen wir ihn raus, Bros. Also ich muss dazu natürlich ehrlich sagen, es ist ein Controller, den ich komplett selbst erstellt habe. Ja, also es ist keiner, den ich jetzt irgendwie dort auf der Seite gekauft habe oder sowas. Er ist komplett selbst erstellt. So sieht der aus. Ich halte ihn jetzt mal in die Kamera und lasse dann natürlich noch Aufnahmen laufen.
das ist er, Bose. Das ist der Rocket Games Controller Pro Max, ja, den ich selber erstellt habe, von Embo, kann man so sagen. Und wie gesagt, Nahaufnahmen werdet ihr gleich noch sehen. Wenn ich hier ein bisschen über den Controller rede, könnt ihr dann natürlich die Aufnahmen genießen. Und ja, ich nehme ihn das erste Mal in die Hand. Natürlich fühlt es sich geil an, ne? Muss ich ehrlich sagen, für den ersten Eindruck. Ich meine, schaut euch das mal an, wie wunderschön er ist. Ich liebe ihn jetzt schon. Und die hinteren Tasten, Alter, sind echt geil. Also ich habe hier auch natürlich digital Bumpers drinnen. Bedeutet, ich habe hier einen Mausklick, ja. So sieht man das, glaube ich, ganz gut. Also er geht ein bisschen rein, aber nicht zu weit. Aber es sind nicht die Mausklicks, die SCUF verwendet, ja. Es sind so eine Art Mausklicks, sage ich mal. Das da oben sind auch so eine Art Mausklicks. So, ansonsten Knöpfe vorne habe ich als Mausklicks bestellt. Die hören sich auch an wie Mausklicks. Und dann haben wir hier noch die Analogsticks am Start natürlich, die auch sehr, sehr cool ausschauen. Setzen jetzt einfach mal die Pedals drauf, würde ich sagen. Und dann gibt es natürlich da auch verschiedene, ja. Ich habe natürlich auch verschiedene noch dazu bestellt. So, ich werde jetzt einfach mal so ein bisschen die Pedals draufsetzen. Wir haben ja einmal noch die Rocket Games Pedals in schwarz dazu bestellt. Ich weiß noch nicht, mit welchen ich genau zocken werde, aber wir werden erstmal diese Standard-Pedals draufsetzen und schauen mal, wie die so drauf gehen. Also es sollte ganz einfach sein, einfach nur draufsetzen und dann klack, klack reindrücken. Dann setzen wir noch einen auf die andere Seite. So. Und schon ist es erledigt, ja, schon ist er zusammengebaut, kann man so sagen. Also ist echt einfach, mehr gibt es ja auch nicht. Also man kann nicht wie bei SCUF hier die ganze Hülle oder sowas abmachen. Alles, was ihr am Controller seht, habe ich selbst zusammengestellt. Sei es hier die äußere, das äußere Muster, hier in Drachenform gehalten, ja. Das Weiß hier innen, also wirklich alles, was man hier sehen kann, habe ich selber zusammengestellt, was ich finde schon sehr geil ausschaut. Also natürlich ist das individueller Geschmack, aber ich finde das so ziemlich cool, mir gefällt das sehr, sehr gut. Was die Qualität angeht, ja, also muss ich sagen, mir fallen schon direkt am Anfang ein paar Dinge auf. Und zwar, so Boss, ich habe jetzt aufs iPhone umgeschalten, weil meine Speicherkarte voll ist. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Aber da kann man den Controller jetzt auch mal von anderen Perspektiven nochmal sehen und vielleicht auch das, was ich jetzt gerade meinen wollte. Und zwar hat man hier, wenn ich ranzoome, sieht man das hier? Also es ist jetzt echt da, sieht man es. Also dieser kleine Fleck hier am Controller. Es ist jetzt natürlich nicht die Welt, ne? Aber es ist halt so ein Lacktupferchen, sage ich jetzt mal. Was nicht so geil ist, um ehrlich zu sein. Aber ja, ist jetzt nicht die Welt. Aber was mich dann eher stört ist, man sieht es jetzt hier, man kann schön reinzoomen mit dem iPhone. Sieht man hier am Übergang, das mit dem Lack natürlich. Aber ja, das gehört dazu. Was mich ehrlich gesagt stört, ist, dass die L1-Taste und die R1-Taste, das ist nicht fest, ne? Das hängt sowieso ein Kuhschwänzchen durch die Gegend. Finde ich nicht so geil, muss ich ehrlich sagen. Also das hört man auch deutlich, wenn der Controller dann natürlich wackelt. Nicht so geil. Ansonsten qualitativ natürlich sehr hochwertig, sehr, sehr geil. Und man wirbt ja auch damit, dass er besser sein soll als der SCUF. Die Lackierung ist sonst an sich sehr, sehr geil. Also der Controller schaut sehr, sehr gut aus. Er fühlt sich auch sehr hochwertig an. Also es ist wie so ein PlayStation 5 Controller eben. Nur halt ohne die Vibrationen. Die habe ich nämlich nicht. Aber das allergeilste wirklich, Bose, ist... Aber die fühlen sich sehr, sehr geil an. Also das ist schon... echt, echt stark gemacht. Das fühlt sich sehr, sehr gut an. Es liegt auch perfekt in der Hand. Muss ich ehrlich sagen, wenn ich jetzt den Controller mal so in die Hand nehme, komme ich einfach sehr, sehr gut hin. Das Einzige, was mich stört, und das muss ich auch nochmal ehrlich sagen, ne, wenn ich jetzt hier 4 Stück habe, dann komme ich immer, wenn ich den hier benutzen will, an diesen ran. Ich weiß nicht, ob ich das zeigen kann. Doch. Also wenn ich den hier drücke, ne, dann drücke ich automatisch den da drüber auch. Aber... dafür gibt es natürlich eine Lösung von Rocket Games. Man kann hier nämlich einfach dieses R, sage ich jetzt mal, einfach abmachen, ja. Und dann kann man das hier entspannt rausnehmen. R wieder drauf und dann
hat man nur die unteren. Ja, ganz einfach gelöst. Finde ich sehr, sehr gut. Und dann gibt es auch keine Probleme mehr, weil ich, um ehrlich zu sein, brauche ich auch nur springen und ducken. Und ich habe auch einen fest konfigurierten. Also ich habe jetzt nicht irgendwie den freien gewählt, sondern ich habe wirklich fest konfiguriert die Tasten. Reicht ja vollkommen aus. Man weiß ja, für was man ihn verwendet. Das sind hier dann auch nochmal die Analog-Sticks. Ja, ich habe hier noch von Rocket Games selber die Grip-Sticks mitgenommen. Die Grip-Sticks sind eigentlich ganz cool. Also es fühlt sich alles ziemlich gut an. Ein bisschen rutschig so, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich jetzt hier drüber gehe, dann rutsche ich schon gut aus, um ehrlich zu sein. Also es soll jetzt kein Video natürlich werden, was jetzt so übelste Kritik ist. Ich liebe den Controller jetzt schon. Aber was mich auch noch stört, sind diese Knöpfchen hier, ne? Ich muss mit dem Fingernagel rein, damit ich ihn betätigen kann. Der rechte geht ganz gut. Der rechte geht echt gut, auch ohne Nagel. Aber der, da muss ich mit dem Nagel rein, damit es betätigt wird. Ja, aber man muss dazu auch sagen, Rocket Games ist ein Controllerhersteller, der jetzt am Wachsen ist, der jetzt neu kommt, ja, der noch nicht so lange da ist und der natürlich mit den Creatoren und den Zockern lernt. Und das muss man einfach loben. Endlich mal eine Firma, die auch zuhört. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Ich feiere den Controller auf jeden Fall sehr, sehr krass. Die Kritikpunkte sind halt einfach Kritikpunkte, die mich stören. Wie zum Beispiel auch, dass kein Kabel dabei ist im Karton. Also dieser Controller soll um die 300 Euro kosten und es ist kein Kabel mit dabei. Finde ich ein bisschen schwach, um ehrlich zu sein. Das ist nämlich alles, was man bekommt, wenn man hier die Packung aufmacht. Bei SCUF hat man halt noch ein geiles Kabel mit dabei, ne? Und hier halt eben nicht. Und das finde ich so ein bisschen, ja, für den Preis kann man da meiner Meinung nach definitiv ein Kabel mit reinstecken. Ansonsten macht der Controller auch sehr, sehr viel richtig. So, Boss, also, hier ist er also, ja? Er ist endlich da und ich habe mich dazu entschieden, dass wir ihn in einem separaten Video testen werden, weil ich will mir wirklich Zeit nehmen, ich will ihn wirklich gut testen. Vom Optischen her gefällt er mir sehr, sehr gut. Hier habt ihr ihn nochmal. Und ja, er gefällt mir sehr, sehr gut. Er liegt wirklich gut in der Hand. Diese Qualitätspunkte, die ich jetzt als Kritik verwendet habe, sind natürlich wichtig. Denn bei so einem wachsenden Unternehmen ist es, glaube ich, umso besser, wenn man ehrlich ist als Kunde, als wenn man hier die ganze Zeit nur den Controller feiert, was gar keinen Sinn ergibt. Meine Meinung zu dem Controller, sehr, sehr gut verarbeitet. 3 bis 4 Punkte, nicht so geil. Zum einen eben die Lackierung an sich. Dann haben wir hier die wackelnden Pedals. Der Knopf ist so ein bisschen zu weit drin. Ansonsten echt ein geiler Controller. Ich kann euch gerne was verlinken. Und dann könnt ihr mal bei der Seite vorbeischauen. Von Haptic kommt ja auch ein neuer Controller raus, den er selber erstellt hat. Also wirklich nur sein Controller. Und der letzte Kritikpunkt ist halt der Lieferumfang, dass halt kein Kabel dabei ist. Also ich finde für diese 300 Euro knapp, selbst bei 200 Euro, was verdammt viel Geld ist für einen Controller, könnte ein Kabel schon mit drin sein. Ansonsten sehr, sehr geile Controller, Rocket Games. Schön weiter so machen. Sowas haben wir gebraucht. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Boss. Wir sehen uns auf jeden Fall dann im nächsten Call of Duty Video oder bei einem Unboxing, wer weiß. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und wir sehen uns. Peace out, euer Embo.